Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario 64 und vorweg ist was passiert. Und zwar, als ich nach der letzten Folge abspeichern wollte, bin ich statt Speicherstadt erstellen auf Speicherpunkt laden gegangen. Das heißt, ich hatte eine fehlende Datei geladen. Dass sie eine vorherige Datei geladen. Ich dachte so, Mist, schließ mal und öffne die App neu. Ja, der Speicherstand von letztes Mal war weg. Konnte ich alles bis zu diesem Punkt nochmal machen. Und leider gab es da lustigerweise im Shop kein Megabeben. Dementsprechend habe ich noch 246 Münzen. Und ich hoffe einfach mal, wenn wir das nächste Mal im Tauton sind, ist der Megabeben wieder da. Andernfalls, ja. Haben wir dafür noch Herzchen drin. Oh, lass mich raten, jetzt kommt mein Rivale, hm? Bisschen zu ruhig. Ey, 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 ey! War ja klar. Ach, ich habe auf dich gewartet, Mario. Ich warte seit einer Ewigkeit. Ich bin schon fast verzweifelt. Ich dachte, ich würde erfrieren. Oh, hier ist es so frostig und kalt und ungemütlich und eisig. Oh, ich hasse diesen Ort. Ich halte es hier nicht mehr aus. Ich muss weg von hier. Ich werde dich jetzt in Rekordzeit fertig machen und mir dann ein warmes Fleckchen suchen. Bist du bereit, Eisnase? Nein, nicht wirklich. Und wen nennst du hier Eisnase? Ich habe hart gearbeitet, Mario. Ich habe jetzt ein paar coole Techniken drauf. Pass mal auf. Ha, ja. Ich bin jetzt ein Magier. Da staunst du was? Ich habe nämlich einen Magiekurs besucht. Und du solltest quasi mein Abschlussexamen sein. Diesmal muss ich gewinnen. Mickey wechseln auf. Und Baro, du darfst nochmal. Junior Trooper. Das ist Junior Trooper. Ich bin erstaunt. Ehrlich, der Kerl gibt einfach nicht auf. Maximale KP 50, Angriffskraft 8, Verteidigung 1. Er hat anscheinend viel trainiert. Er kann jetzt auch Magie einsetzen. Lass uns das mal hinter uns bringen. Selbst Kumbari hat keinen Bock mehr. Mario, magst du Zaubertricks? Denn hier wirst du nicht, den hier wirst du nicht mögen. Oh, wie soll ich den denn blocken? Das fühlt sich fantastisch an. Ich werde immer besser. Aber dann ist Watt hier eigentlich ziemlich gut, weil er hier die Verteidigung umgeht. Andererseits macht Uhu vielleicht auch Schaden. Nein, das macht ja nur einen Schaden. Ne? Komm, Watt, du das dran. Wie viel Schaden machst du damit, Elektrohieb? Ja, das geht ja. Weiß nicht, wie ich das blocken soll. Das kriegen wir schon hin. Ja, das kriegen wir definitiv hin. Das war definitiv zu früh, aber das überleben wir. In der nächsten Runde ist er weg. Hast du mir das nicht für Erfahrungspunkte legen können? Ich bin doch fast beim Level. Wenn er mir genug Erfahrungspunkte gibt. Oh, ich habe geblockt. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Gut, mit Doppelten hätte es auch nicht gereicht, aber ich wäre näher dran gewesen. Nein! Erstmal heilen gehen. Erstmal heilen gehen. Was sein muss, muss sein. Wenn ich schon noch am Anfang des Ortes bin, gehe ich mich auch heilen.
Unser Slogan lautet erfrische Körper und Seele. Möchtest du dich ausruhen? Habt ihr bei jedem Ort den gleichen Slogan? Oh, in 4 Tagen kommt schon Paper Mario 2 raus. Hast du gut geschlafen? Viel Glück. Das heißt, ich muss in 4 Tagen das Spiel durchkriegen. Einfach mal eine Kartoffel. 5 KP. Nee. Du kannst deine Eiskartoffel behalten. Hab gesagt, du darfst es gerne behalten. Brauche ich nicht. Aktuell brauche ich es nicht. Wee. I love it. Durch den großen Schneekorn gehen wir. Durch den... Oh mein Gott, er ist eingefroren. Es tut mir leid, ich rette dich. Herr Bombette, bitte sprenge ihn. Befreie ihn. Er darf nicht sterben. Ich glaube, wir können nichts mehr für ihn tun. Ruhe im Frieden, Junior Trooper. Erstmal hier die ganzen. Ich sehe nichts. Ich glaube, da ist nichts runtergeflogen. Ich glaube, hier fehlt ein Schal. Ein Schneemann. Und hier fehlt ein Hut. Auch ein Schneemann. Wow, wer hätte das gedacht? Ich hab's gefunden. Dieser. Sound macht mich fertig. Danke. Ne, brauch ich nicht. Dafür haben wir doch. Unser lieber Bu. Ja, weiter hier lang. Erster Angriff erfolgreich. Dann gehen wir mal erstmal die Frostpiranha. Das ist ein Frostpiranha. Das sind nichts anderes als gefrorene Piranha-Pflanzen. Maximale KP 10, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Sie werden versuchen, dich mit ihren eisigen Arten einzufrieren. Wenn du Stoffe-Kit bist, bist du... Gnade ausgeliefert. Versuche sie bewegungsunfähig zu machen. Eisattacken werden übrigens keine Wirkung zeigen. Feuerattacken allerdings. Nee. Machen wir erstmal den hier weg. Der wirft mit Stein. Au, das tut weh. Vier. Alter. Und mit dir. Hier kriegt man ja richtig Schaden, du. Glück. Ulpro. Nein, ich wollte die falsche Attacke eingesetzt. Was wird jetzt wehtun? Ich setze mal einfach mal Himmelskuss ein. Einfach nur, weil ich es kann. Vielleicht war die Eiskartoffel doch keine so schlechte Idee. Das ist ein Gulpo. Wow, der sieht ganz schön stramm aus. Maximal KP 12, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Gulpos greifen mit Felsbrocken an, die sie zuerst verschlucken und dann wieder ausspucken. Je größer der Felsen, desto höher der Schaden. Große Felsen verursachen 7 KP und kleine 5 KP Schaden. Ohne Munition können sie nicht viel Schaden anrichten. Du solltest dich zuerst auf die Felsen konzentrieren. Ich konnte die Felsen angreifen?
Ihr habt mich abgeschleckt. Lass nochmal einen schon mal weg. Da braucht viele Erfahrungspunkte. Weiß nicht, wie man das blocken soll. Aber egal. Krieg ich nochmal Glück? Nicht wirklich. Aber ich denke mal, jetzt kann auch mal Bur wieder raus. Wo gehe ich als erstes lang? Ich glaube, ich gehe erstmal nach oben lang. Andererseits tut sich der Weg eh nicht viel. Da ist ein Brief. So, erster Angriff erfolgreich. Und dann machen wir erstmal den hier weg. Und Bu kann sich um den anderen kümmern. Dim, dim, dim. Da ist ein Brief, den nehme ich mal mit. Brief an Merlo am Sternenschnuppengipfel. Hallo, schön, ist ja jemand zu Hause. Verschwinde, komme nicht. Warte. Verschwinde. Komm nicht weiter. Kehr um oder ich fresse dich. Was denkst du? Ich bin furchterregend. Jetzt hast du Angst. Nein, ich wollte eigentlich. Nein, ich drücke einfach so schnell. Was denkst du? Bin ich nicht furchterregend? Jetzt hast du Angst. Was? Das sollst du bereuen. Oder so. Oder so. Erstmal scannen. Monster. Dieses Monster, nicht mal ich weiß, was das sein könnte. Ich weiß nicht wieso, aber es sieht richtig furchterregend aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich es mal in einem Albtraum gesehen habe. Maximal KP 20, Verteidigung 0. Ich kann seine Angriffskraft nicht einschätzen, aber so wie es aussieht, muss es sehr stark sein. Das sehen wir dann. Glück. Hast du jetzt Angst? Nö, habe ich nicht. Oh, so knapp an ein Level up. Nein, lauf schnell weg. Das waren Sterne. Okay, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass es Sterne sind. Ah, wir sind jetzt da. Ah, du bist doch Maria. Danke, dass du gekommen bist. Wie geht es dir? Man nennt mich Merle. Ich kümmere mich um die Sternkinder, die hier im Sternental geboren werden. Ich muss dir sehr viel erzählen. Aber nicht hier. Komm, lass uns in mein Haus gehen. In dieser Kälte kann ich mich nicht konzentrieren. Hier entlang. Bitte folge mir. Ich bin in den Sternhafen. Wenn ich dort bin, werde ich ganz viele Wünsche erfüllen und eines Tages zu einem hohen Stern werden. Und dann werde ich auch deine Wünsche erfüllen, Mario. Ich verspreche es. Ich war noch nie so im Stress. Diese Sternkinder sind lebhafter, als der Tag lang ist. Ich glaube, da kann dir Sushi was erzählen, du.
eines der Sternkinder scheint Verstecken zu spielen. Du hast es nicht zufällig gesehen, oder? Sobald ich es auch nur für eine Sekunde aus dem Augen lasse, ist es auch schon verschwunden. Was für ein schlimmes kleines Sternkind. Ich muss mich für das rüpelhafte Auftreten der Sternkinder entschuldigen. Niemand von uns hat erwartet, dass du so schnell hier sein würdest. Sie erschrecken Fremde, um Bowsers Leute von diesem Tal fernzuhalten. Bitte, du musst ihm verzeihen. Kein Problem. Eines der Sternkinder versteckt sich irgendwo. Sag mir bitte, wenn du es findest. Ich glaube, es ist ganz normal für Kinder, ein bisschen zu lebhaft zu sein. Aber sie stellen meine Geduld auf eine harte Probe. Ich habe für so etwas keine Zeit. Wir passen zusammen mit den Ninjis auf die Sternkinder auf. Merle, der Mystische, steht uns dabei mit seiner Weisheit zur Seite. Es ist sehr motivierend zu hoffen, dass eines dieser Sternkinder vielleicht einmal zu einem hohen Stern wird. Kannst du dir das vorstellen? Was für ein Freudentag das doch wäre. Aber solange sich die Lage hier nicht entspannt, bleibt diese Vorstellung nur eine schöne Fantasie. Der vor der Sternkinder, das Sternkind, was ich verstecke, ist Twink. Ich koche für die Sternkinder. Sie sind alle sehr brav. Das ist eine Erleichterung für uns. Ich glaube, sie sind jetzt besonders brav, weil sie hoffen, dass du den Sternstab zurückholst. Auch ich hoffe, dass du es schaffst. Erzähl mir eine Geschichte, wie du einen Stern gerettet hast. Ich frage mich, was Twink gerade macht. Glaubst du, dass Twink da oben viel Spaß hat? Jemand hat mir eine Geschichte vorgelesen. Es ging darum, wie die Sterne im Sternhafen die Wünsche der Leute erfüllen. Ich frage mich, wie es Twink wohl geht. Er ist in den Himmel gestiegen, kurz bevor Bowser den Sternstab gestohlen hat. Er war so ein gutes Kind. Er hat sich um alle gekümmert. Glaubst du, dass ich Twink jemals wiedersehen werde? Definitiv. Warum nicht? Bitte erobere den Sternstab von Bowser zurück, Mario. Das Königreich muss endlich wieder Frieden finden. Viel Glück. Ach gut, ich gehe mich dann erstmal heilen. Ob es hier auch wieder so eine Eiskartoffel gibt? Nö. Keine Eiskartoffel für uns. Man kann ja nicht alles haben. Mit diesen Sternkindern habe ich alle Hände voll zu tun. Sie sind alle so lebhaft. Du hast mich gefunden. Hast du mich funkeln gesehen? Glaubst du, ich kann auch bald in den Himmel aufsteigen? Komm doch herein. Also Mario, pass gut auf, was ich dir zu sagen habe. Dieses eisige Gebiet ist das Sternental. Es trägt diesen Namen, weil hier die Sterne geboren und aufgezogen werden, bevor sie in den Himmel steigen. Aber jetzt, da Bowser den Sternstab aus dem Sternenhafen gestohlen hat, verschwindet die Kraft dieses Ortes und die Sternkinder können nicht mehr in den Himmel aufsteigen. Ich habe einen Ninji zu Merle und meinem Vater gesandt. Ich hoffte, er könnte dich dazu bringen, dich zu bewegen, hierher zu kommen. Denn ich habe herausgefunden, wo der letzte der Sterne versteckt wird. Ich saß in einem Traum, eine Vision über den letzten der Sterne, der mich um Hilfe bat. Wenn die Vision wahr ist, dann wird der letzte Stern am Gipfel des Biberbergs hoch im Norden festgehalten. Dort ist der Kristallpalast. Dort wartet der Stern. Der Kristallpalast wurde erbaut, um den Stern zu huldigen. Doch mit der Zeit verschwand er aus der Erinnerung der Leute. Und heute kann sich niemand mehr erinnern, wie man den Palast erreichen kann. Aber es gibt einen Weg, dazu benötigst du Gegenstände, die man hier im Land des Schnees seit Generationen hütet. Hier, nimm dies. Diese fabelhafte Schale wird schon seit Generationen im Sterntal weiter vererbt. Ich wünschte, ich wüsste, wie man ihn richtig einsetzt, aber leider verfüge ich nicht über dieses Wissen. Glaubt man den Legenden, musst du ihn zusammen mit einem anderen Gegenstand einsetzen, den es in Bipper City zu finden gibt. Beide werden dir den Weg zum Kristallpalast öffnen. Leider ist das alles, was ich weiß. Wenn die Dinge so bleiben, wie sie momentan sind, dann werden die Sternkinder niemals zu Sternhafen aufsteigen können. Ein solches Schicksal wäre wirklich grausam. Bitte, hilf ihnen und vertreibe Bowser vom Himmel. Okay, dann gehen wir zurück jetzt zum Biber City.
Oder auch nicht? Herr Mario, fast hätte ich's vergessen. Entlang des Weges zum Kristallpalast soll es einen kleinen Schrein geben. Eine alte Legende berichtet über das Geheimnis dieses Schreins. Nicht jede Wahrheit kann vom Auge gesehen werden, manchmal lügen sogar die Wände. Verwirrend, ich weiß, aber du musst den Schrein finden und sein Geheimnis lösen, um den Kristallpalast zu erreichen. Vergiss das bitte nicht. Das war, glaube ich, ein bisschen zu viel Energy gerade. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zurück zu Bibber City, zum Bürgermeister. Vielleicht weiß er ja, wo der andere Gegenstand zu finden gibt. Erstmal hole ich mein Level-Up ab. Mein wohlverdienten Level-Up. Das habe ich mir nämlich recht redlich verdient. Immer auf BP-Punkte. Dachtest du wohl, du kannst mich mit deiner Zunge angreifen, ne? Würde ich mal sagen. Wirf doch mal die Globussteine an. Boah, das bringt ja echt viel. Nicht. Ja, dann Fischer-Lady. Es ist nützlich, dich deine anzugreifen, das bringt nichts. Was bringt nichts? Sounds, das ist so episch. Erster Angriff erfolgreich. Komm, setz mal Superbeben ein. Alles für die Erfahrungspunkte. Ja, nimm den kleinen Stein, nimm den kleinen Stein. Das tut halb so weh. Dann kriege ich auch höchstwahrscheinlich das kein Kraftpunkt zurück. Aber zumindest 8 Erfahrungspunkte. Auf zum Sternental. Erstmal hole ich mir den zweiten Gegenstand eventuell. Der ist aber noch eingefroren, der Arme. Tut mir überhaupt nicht leid. Oh, der Weg kommt sich ganz schön lang anfühlen. Hui. Ja, gleich haben wir es ja geschafft. Nope. Das verkürzt den Weg minimal. Kann ich einfach den einmal nehmen?
Oh Mario, warst du schon im Sterntal? Hast du Melle getroffen? Ausgezeichnet, was hat er gesagt? Ein Gegenstand, der dieser Stadt übergeben wurde? Ach ja, da war doch mal was. Ein Moment, es muss hier irgendwo sein. Pass aber auf, dass er nicht wieder stolperst. Ja, ich hab's, hier ist es. Dieser wunderbare Eimer wurde in unserer Stadt von einer Generation an die nächste übergeben. Merle musste gesagt haben, dass dieser Eimer eng mit einer Legende verknüpft ist. Wenn du ihn zusammen mit dem fabelhaften Schal richtig einsetzt, wird sich der Weg zum Kristallpalast öffnen. Wer weiß schon, was das alles zu bedeuten hat. Ich habe jedenfalls nicht die leiseste Ahnung. Hört sich an, als wären die Sternkinder im Sterntal in Schwierigkeiten. Ich hoffe, du gibst dein Bestes für die kleinen Racker. Sie sind immerhin noch Kinder. Ich wünsche dir viel Glück. Merci, werde ich benötigen. Hui. Jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Fühlt sich überhaupt nicht lang an. Zum Ende hin strecken wir das Spiel. Ich hätte jetzt gesagt, hätte ich mal in der letzten Folge diesen weiter Wirbelsprung gekauft, aber hätte mir nichts mehr gebracht. Da ja eh jetzt weg wäre. Oder war das mal auch noch da, als ich geguckt habe? Ich weiß es nicht. Denke mal nicht. So, du kriegst eindeutig den fabelhaften Schal. Du kriegst den Eimer. Ein cooler Eimer, vielen Dank. Ein warmer Schal, vielen Dank. Du bist ein sehr netter Mann. Wir sind dir dankschuldig. Als Belohnung für deine Großzügigkeit verrat mir dir unser Geheimnis. Wir können uns bewegen. Bitte tritt ein. Mit herzlichen Dank und Glückwünschen von den Schneemännern. Okay. Speicherpunkt. Gut, aber ich sage jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 64. Bis dahin, tüdelü.